Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem faszinierten Raki. Guten Tag zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge will ich mal Seilbahn bauen, so dass es nur so kracht. Ich werde mir jetzt hier was zu essen schnappen oder hab vielleicht sogar was dabei. Ein kleinen Weevil, lecker. Noch ein. So, dann werden wir schnell zu unserem Lager gehen. Ein bisschen ausräumen, ne? Ich muss mal gucken. Ein paar Sachen muss ich ausräumen. Hier den Kram zum Beispiel, den brauche ich nicht. Oh, hier gar keinen Platz mehr, sehe ich gerade. Wie schön. Warte mal. Hier, die brauche ich nicht. Dann brauche ich aber. Die habe ich ja extra alle. Die wollte ich mitnehmen. Muss ich nochmal gucken, wo ich die alle habe. Ich glaube hier. Wo hatte ich die alle? Da habe ich keinen Überblick mehr, ne? Schrecklich. Da auch nicht. Da. So, alles voll geballert. Okay, ein paar Pflaster, ein bisschen was, ein Trank, den brauche ich nicht, das ist dieser Unterwasserdolch, ne, den brauche ich nicht. Da sehe ich gerade die Pflanzenfaser, die brauche ich auch nicht und die Blüten brauche ich auch nicht. So, jetzt habe ich die alle sortiert. Ach so, die Säuredrüse auch nicht. Die können wir auch hier lassen, ne? Jetzt haben wir, ach guck mal, so räumt sich alles dann auf. Jetzt habe ich alles sortiert. Am besten räumt man es noch so zusammen, ne? Dann hat man einen besseren Überblick. Das Essen hierhin, die Ware, die man nachher braucht oder die Teile, die nimmt man mit. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ich da hinten brauche, damit ich endlich meine ganzen Seilverbindungen endlich mal fertig habe. Da wollte man ja auch richtig Gas geben. Das macht man natürlich auch alles, aber so. Also, dann los zum Baumhaus und von dort machen wir dann die Verbindung alle. Die habe ich ja im Grunde alle schon angezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, bei einer war ich mir nicht sicher, ob die vielleicht nicht steil genug ist. Deswegen werden wir das ganz behutsam machen. Und dann müssen wir die eigentlich auch alle mal Probe rutschen. Jetzt erstmal rüber. Und von da oben gucken wir dann mal weiter. Von da oben gucken wir weiter. So, sehr gut. Freue ich mich wieder. Zusammen mit euch Grounded spielen ist immer sehr cool. Na, Spinny, bist du da? Nö. Hinten ist der Marienkäfer. Dem geht's gut. Na, der sitzt da gemütlich. Oh, da ist Spinny. Hallo. Da kommt sie zurück, ne? Von ihrem Landgang, ne? Ist immer so unterwegs gewesen. Kann man eigentlich auch immer mitnehmen, ne? Wenn wir hier sowieso einmal sind, nehmen wir auch Saft mit, ne? Ich weiß. Übrigens, vielen Dank für den Tipp. Ich weiß ja, hinten hängen die Knubbel runter, da kann man die zerschlagen mit einem Hammer. Aber es macht natürlich auch voll Spaß, hier diese Saftfänger zu benutzen. Macht voll Spaß, ne? Deswegen mache ich das ja hier, ne? Damit man was zu tun hat hier in dem Spiel, ne? So, schaut mal, hier haben wir auch ein paar Verbindungen, die sind auch teilweise bekloppt. Obwohl, damit kommt man zum Hochhaus rüber, damit kommt man zum Strandpalast, wunderbar. Und worum es mir eigentlich geht, sind die Verbindungen hier hinten. Jetzt muss ich mal ein Stückchen trinken, weil mir gerade schon wieder so ein bisschen der Hals trocken ist, ne? Wenn man so viel redet. Obwohl, habe ich noch gar nicht so viel, aber naja. So, ein Stückchen. Okay, also von hier kommt man dann hinten runter. Ich glaube, das ist die Frankenline Base. Genau. Von hier kommt man dann, pass auf, da muss ich gucken. Von hier kommt man dann, da kommt man dann zum Strandpalast, wobei ich das nicht brauche. Ich möchte ja eine Verbindung haben da hinten hin. Ich weiß nicht, ob, ich weiß eben, oh, alter Schwede, guck mal, da ist die infizierte Wolfsspinne, ne? Die hat den Pilz, die ist infiziert mit dem Pilz. Ich glaube, das hier oben, das wollte ich haben, ne? Die hier. Jetzt habe ich natürlich eine Menge verballert, aber ich glaube, das geht direkt auf den Picknick-Table. Und die werde ich jetzt auch mal testen, gleich. Ja? Aber erstmal gucken, noch eine machen. Die hier geht da hinten runter, die finde ich auch cool. So. Und die hier lassen wir mal, ne? Weil die gehen zum Strandpalast, da muss ich ja, kann ich von da hinten auch rutschen. Da muss ich jetzt hier nicht auch noch eine Verbindung haben. Aber die da oben werden wir jetzt mal testen, eben. Zusammen, freue ich mich. Also, los geht's. Oh, das geht gut. Guck mal. Und da ist sie, die. Oh, die muss ich irgendwann auch mal erwischen, ne? Diese blöde Infizierte da, die leuchtet auch im Dunkeln, voll ekelhaft, ne? Also, was können wir als erstes feststellen? Die Verbindung ist gar nicht so. Oh, da ist der Vogel.
Da oben ist auch irgendwo der, übrigens der Bienenkorb. Der muss auch irgendwo im Baum hängen. Irgendwo, ich habe ihn nicht gesehen. Seht ihr den? Naja, die Verbindung ist nicht so langsam, wie ich dachte, ne? Aber die geht direkt rüber zum, hinten zu dem, ja, zur Terrasse, ne? Zur Veranda, zur Terrasse. Das finde ich richtig geil. Entschuldigung. Boah, das finde ich richtig gut. Jetzt müssen wir noch einen Weg zurück haben, ne? Zurück zum... Genau, ich muss einen Weg noch haben. Das ist auch mein nächstes Projekt, glaube ich. Ich muss einen Weg haben von hier. Was ist das denn da oben? Wo geht der denn hin? Alter Schwede, wo geht der denn hin? Was ist das denn, ne? Wo geht der denn hin? Ach, der geht von... Ach, verstehe. Den haben wir ja, ne? Also den haben wir ja schon gebaut. Das ist vom... Das ist der Hohe vom, vom Hochhaus, ne? Genau. Und was wir jetzt brauchen, was wir jetzt unbedingt brauchen, ist erstmal ein kleines bisschen Gras. Bombi rennt da unten rum, macht Quatsch, ne? Den lassen wir jetzt mal einfach links liegen. Oh, hier sind die ganzen Milben. Ich guck mal, ob ich hier noch so eben zur Seite kann, wo die hinter mir herrennen. Ach, hier sind wieder so welche, ne? Hallo! Hallo! Zack. Ist übrigens auch witzig, ne? Na, hier sind so viele, ne? Kann man gar nicht... Kann man gar nichts machen, ne? Oh, hallo! Hallo! Oh, cool! Jeden Schlag ausgenutzt gerade, ne? So, jetzt hau ich aber ab. Ich will noch ein bisschen Gras haben. Ich will das oben auch reparieren. Ich habe mir vorgenommen, jetzt alles mal so in Ordnung zu bringen, ne? Freue ich mich total. So, dann nehmen wir das gleich mit. Nehmen wir das alles mit. Hier müsste auch ein Wolfi sein. Hier war auch einer. Hier war mal einer, ne? Bist du noch? Ach, Grounded ist so cool. Darf man echt nicht, darf man nicht anders sagen. Ah, was machen die so einen Stress? Ne? Ich hau schnell ab. Tschüss. Alle regen sich auf. Macht mir bloß nicht meine Treppe kaputt, sag ich euch mal. Bloß nicht. So, guck mal. Fertig. Ah ne, hier ist noch nicht fertig. Aber das legen wir, leg ich hier drauf, ne? So, jetzt gehen wir mal gucken. Und zwar eine Verbindung zurück, ne? Irgendwie zurück. Ich habe ja jetzt eine ganze Menge Seil noch mit. Ob ich die jetzt sofort benutzen kann, weiß ich nicht. Aber ich möchte gerne eine Verbindung zurück haben. Und zwar, wenn es geht, ne? Wenn es geht, hinten von der Terrasse zurück. Und zwar weit zurück. Entweder zum Hochhaus. Und das ist eben die Frage, kriegen wir das hin, ne? Das müssen wir erstmal so ein bisschen ausloten und gucken. Und dann können wir sagen, ob das geht. Also muss ich jetzt mal mit euch zusammen gucken gehen. Oder oben von der Gasflasche. Ne? Das ist auch eine coole Idee. Pure, pure. Gute Wille. Oh, ich glaube, ich bin nicht auch mal runtergefallen. Hier ist irgendwo Bruchwissenschaft. Die will ich jetzt gar nicht haben. Ne? So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist ja Under Construction. Da würde ich nichts bauen. Ne? Das macht keinen Sinn. Aber wir haben ja hier schon, so eine Art... Ja, Treppenhaus oder sowas haben wir ja schon gebaut, ne? Genau, das ist ja eigentlich ein Fußboden, wo wir hier laufen. Fußboden. Und dieser Fußboden hat da unten noch eine Stufe, also im Grunde eine Stufe und dann geht's runter, ne? Das ist im Grunde so eine Stufe. So, da sieht man auch die Flächen, die abgetreten sind, ne? Wo die Leute, dann laufen die da auf ihrem Weg lang, ne? Das ist der Weg. Das ist der Weg. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Plattform. Und jetzt kommt's, ne? Jetzt kann man von hier, dummerweise, wegen der... Oh, was ist denn da für ein Action? Haben wir hier aber keine Möglichkeit, kommen wir nicht rüber zum... kommen wir nicht rüber zum Hochhaus, ne? Ich glaube, das ist verbaut. Das ist die einzige Stelle sozusagen, wo praktisch verbaut ist, ne? Hier ist ja die Gasflasche irgendwo. Und hier... Boah, guck mal, hier kannst du sehen. Hier, ich gehe mal ein bisschen zurück. Hier, das ist mein... Strand, mein Hochhaus, ne? Mein Hochhaus und ich bin hier. Das heißt, hier ist irgendwie die Gasflasche, die ist genau im Weg. Ne? Wenn man genau guckt, die ist im Weg. Das ist blöd. Das ist blöd. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man dann von hier hinten rüberkommen würde. Ich möchte gerne darüber, ne? Das wäre so cool. Von hier, ne? Dass man da nicht mehr so. Naja, hier auf der Ecke auch egal, ne? Dann mache ich halt hier so eine Verbindung rüber. Ich muss nur freien Blick haben auf das Hochhaus. Und habe ich hier auch noch nicht.
Ich darf auch nicht hinter den Zaun. Das geht auch nicht. So, lass mal kicken. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das von hier hin? So, hier bleibe ich mal stehen. Lass mal gucken. Kriege ich das hin? Wo ist denn das Hochhaus? Das ist genau dahinter, ne? Da ist der Baum und da ist das Hochhaus. Kann man so hinten durchscheinen sehen? Das wird auf jeden Fall schwierig, ne? Das wird schwierig. Das ist nämlich genau da. Wo ist es denn? Hier? Und da durch, ne? Dann muss ich hier diese umgefallene Hake, da muss ich irgendwie vorbei. Das ist ein bisschen ungünstig. Schade, schade, ne? Oder eben auf die... Ja, dann renne ich so weit, dann bin ich ja fast schon zu Hause, ne? Ich möchte ja gerne rutschen. Ja, wie komme ich darüber? Oder halt, warte mal, wir springen jetzt mal hier runter. Habe ich einen Flieger dabei? Hallo, Flieger? Ja, habe ich. Fliegen wir mal hier runter. Gucken wir mal hier unten. So, gucken wir mal von hier. Was ist denn da unten wieder los? Ach, ein paar Wanzis, die infiziert sind. Wie schön. Und eine Spinni, ne, wird da sein. Okay, also gucken wir mal von hier. Jetzt ist natürlich auch hier so ein blödes, großes Blatt. Von hier wäre ja auch okay, ne? Aber das ist schon eine Herausforderung. Es geht nicht so leicht. Das wird nicht so leicht gehen. Schauen wir mal. Von hier ist genau wieder alles im Weg, ne? Ja. Ja, wir müssen weiter nach vorne, wahrscheinlich hier auf die Steine. Muss ich da irgendwas bauen. Anders wird es nicht gehen. Ja, da muss ich irgendwas bauen. Gras haben wir da auch und Stängel haben wir da auch. Eigentlich wäre das keine schlechte Idee. Da muss ich hier eine Treppe, erstmal hier eine Leiter runterbauen oder sowas. Dann könnte ich dann hier rauf, hier runter und da lang oder Ja, ich gehe mal runter. Ich gehe mal gucken. Gehen wir mal gucken. Gut, hier müsste dann auch ein Weg rüber sein, ne? Der Weg muss dann irgendwie angenehm sein. Gucken wir mal. Hier sind natürlich auch so Spinnis, ne? Hier ist auch Wolfi und so. Auch nicht so angenehm. So, hier ist die blöde... Also, hier ist die Gasflasche. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich natürlich eine ganze Menge weiter vorne. Von hier aus geht's eher, ne? Geht's wahrscheinlich eher. Und noch weiter vorne, dann bin ich ja schon fast da. Hä? Ja, das ist ja nicht so einfach zu entscheiden. Aber ich glaube, als erstes mache ich jetzt erstmal hier so eine Art Brücke drüber. Wir müssen das planen, ne? Das dauert natürlich ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich fange mal hier mit der Plane an. 1, 2, 3. So. Weg ist der Bursche. Ui. Ausdauer. Also, das ist ja eine ganze Menge, ne? Was da runterkommt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier so eine schöne Übergang bauen können. Gucken wir mal hier nach dem. Und zwar dachte ich an dieses Gestell. An dieses Gestell. Lass mal schauen. Wo ist es denn hier? Konsolgerüst, ne? So ein Konsolgestell. Ein bisschen so hoch. Vielleicht. Lass mal kicken, wie sieht das aus? Jo. Ist okay, oder? Und dann ist natürlich die Frage, ob man... Komme ich da hoch zum Bauen? Komme ich da hoch? Nö. Ja, man kommt da nicht hoch, ne? Hier kommt man auch nicht hoch. Nö, da kommt man echt nicht hoch. Also okay, da muss ich also da auch eine Leiter oder sowas hinmachen. Okay, ich baue das mal. Ich glaube, das ist okay. Dann müssen wir nur mal gucken, ob ich da jetzt nicht so weit... Ja, es ist ein bisschen Fummelei. Stängelgerüst, ja. Müssen wir eigentlich, glaube ich, sowas machen. Ich muss das mal ausmessen, ne? Ob wir dann wirklich hier hinten landen. Aber ja, eigentlich schon. Okay, eigentlich schon. Dann machen wir hier mal das Gerüst fertig. So, das haben wir. Und... Dann machen wir hier auch so. Dann mache ich hier auch ein Konsolgerüst hin.
das geht. Ich weiß noch nicht, ob ich das so möchte. Ne? Ich möchte ja unten durchlaufen können noch. Deswegen glaube ich, möchte ich das hier nicht so machen. Sondern, warte mal. Kann ich da oben so eine Platte drauf machen irgendwie? Ja, da müssen wir mal fummeln. Das ist nicht so ein bisschen mal schnell gemacht. Stängelboden. Könnte man Stängelboden machen. Sieht dann auch ein bisschen nett aus. So, den dann so rüberziehen. Brauche ich dann wieder Seil. Habe ich nicht. Habe ich nicht vorrätig, aber ist egal. So, jetzt muss ich ja nur wieder rauf, ne? Irgendwie. Wir haben ja keine Möglichkeit. Oder ich muss hier eine Leiter hochbauen. Könnte ich auch machen, ne? Komm, wir bauen mal eben eine Leiter. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Leiter, wo ist denn die Leiter? Hallo? Ja, Grastreppe, ne? Ich sag mal Leiter, habe ich immer schon gesagt. Sag ich schon immer falsch, ne? So ist es, ne? So. 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 Oder? Bisschen weiter so rüber. Und dann... Upsi. Nee, das nicht. Mal so. Dass man da so raufkommt, ne? So, ich glaube, das geht schon. Ich gehe mal ein bisschen Gras holen. Na, hier ist er relativ ruhig, ne? Sag ich jetzt mal so. Könnte natürlich auch einfach oben Grasplatten drüber machen, ne? Vielleicht mache ich das auch, ne? Gefällt mir das so? Oh, ich weiß nicht. Ist gar nicht steil genug, ne? Nee, das geht gar nicht. Ich muss das anders machen. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Ich muss das hier so reinsetzen. So. Das ist ein bisschen Fummelei, warte mal. So. Okay, und dann hoch, ne? Ja, das kommt hin. Zack, den haben wir. So, und jetzt muss ich, glaube ich, da wieder so ein Gerüst dran gegensetzen. Das ist wieder so eine Megakonstruktion eigentlich, ne? Zack. Und dann da wieder eine Treppe drauf. So. Zack. Dann bauen wir jetzt erstmal hier eine Brücke drüber. Einfach schön ordentlich eine Brücke drüber. Zack. So, jetzt brauche ich wieder ein paar Plätten. So. Alles klar. Das ist doch schon mal eine Sache, die mir gefällt. Mal hier hochgehen. Jups, super. Und dann vielleicht oben so eine halbrunden Bogen vielleicht. Lass mal gucken. So ein vielleicht. Ja, ne? Ja. Fehlt noch einer. Fehlt echt noch einer, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich kann auch von da hoch, ne? Warte mal. Mach ich gleich drauf. Ich guck mal eben. Was brauche ich denn hier? Seil? Jetzt könnte ich natürlich einfach sagen, hier ist genug Gras, ne? Seil habe ich hier nicht. Dann bin ich wieder am Suchen, ne? Dann lassen wir das mal sein mit dem hier. Machen wir mal einen Grasboden drauf, ausnahmsweise. Vielleicht so. Und den lagern wir hier. Ich muss ja hier auch noch eine Menge bauen, ne? Es wird jetzt noch eine Menge kommen. Hier haben wir auf jeden Fall viel Gras. Da kann ich wunderbar die Platten machen. Trink auch mal was. Ich trinke mal wirklich was. So, du kleines Grashelmchen. Das muss ich sagen, hat mir von Anfang an gefallen, diese Brauerei, ne? Hier in Grounded. Super. Die hat mir von Anfang an gefallen. Hat mir von Anfang an mega Spaß gemacht. Oh, was haben wir denn da? Ja, so ein kleines Viech. So, und dann ist die Frage natürlich, ob wir von hier dann hochkommen. Ich glaube schon, oder von da zumindest. So, jetzt haben wir hier eine schöne Platte. Den mache ich wieder weg. Ja, dann machen wir die alle weg. Und dann machen wir den Boden einfach hier rüber. So weit, wie es geht. Achso, nee, brauche ich jetzt nicht. Können wir ja sammeln. Genau, können wir ja sammeln. Und dann gehen wir hier runter. Wie schön. Holen wir das Gras. Machen wir oben die Platte noch dran.
Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. So. Genau, dann sind wir auf der anderen Seite. Oder soll ich da vielleicht doch so einen Übergang machen? Aber so rauf ist auch okay, ne? Hier so rauf, da runter, ne? Ich lasse so. Das ist okay. So, sehr gut. Dann holen wir uns jetzt noch das Gras. Zack, alles umgebolzt. Ne? Der dritte Schlag ist immer der stärkste, ne? Habt ihr gemerkt? Da bolzt er richtig drauf. Der erste, zweite, die steigern sich in ihrer Stärke. Und der dritte ist der stärkste. Ne? Der haut dann richtig, müsst ihr mal gucken, wenn er gegen Feinde kämpft, wie viele Punkte die jeweils abziehen immer vom Leben des anderen sozusagen. Und beim dritten Mal, dann zieht er richtig viel ab. So, das ist das, was mir aufgefallen ist. Das muss man schon sagen. So, ja, Freunde, das haben wir in der heutigen Folge hinbekommen. Ich würde mal sagen, wir switchen jetzt mal in die nächste Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hat mir wieder super Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr gerne möchtet, mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert mich doch oder schreibt mir auch gerne oder liked mich mal. Ne? Liken finde ich auch nett. Oder schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, was euch bedrückt oder sonst was. Das würde mich auch freuen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Raki. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir machen genau an derselben Stelle weiter. Tschüss.